Henry packt zusammen. Es rennt schön. Es ist schon heftig draußen. Ordentlicher Sturm. Pack deine Sachen ein. Alles klar. Kommt auf jeden Fall ein Flugzeug. You see that plane? No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Well, is this the June fire or the site fire? Or... Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? About how all this stuff is connected. The surveillance, the Goodwins, Brian's death. Okay, it's like the universe cooked up the cruelest thing to have happen. Does it connect to everything else? I don't know. I don't know if I even want to. Of course you do. There's got to be a reason. Does there? Maybe. Maybe not. I wouldn't even know where to begin. Nope, bei mir piept. Well, fuck. For starters, I guess you could find the source of that signal. Holy crap. Yeah. Oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us, whoever made the tape. Okay. Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. All right, look, if something happens, I'll remember you. Oh, well, that's nice. So, die nehmen wir wieder mit. Jetzt bin ich gespannt, irgendwo ist wieder ein Signal. Im Westen. Ui, ein Feuereimer. Dann würde ich sagen, wir folgen dem nochmal. Wir haben hier eh nichts mehr zu suchen. Den Alkohol, ich habe schon alles eingepackt. Den Alkohol packe ich nicht ein. Weil wir sind ja nicht. Na, ihr versteht. So, auf geht's. Beide Brände sind jetzt ein großer Brand. Soll auf jeden Fall nach Westen. Ich bin sehr gespannt, was ich entdecken werde. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Da ist die Route, das heißt, ich werde zum Cache 306 gehen und dann gucken wir, wo wir da ankommen. Es ist noch schwierig, einen Weg zu finden. Aber ich scheine noch richtig zu sein. Ja, nicht wegräumen. Was denn jetzt? Okay. Folge dem Wellenempfänger, mache ich. Ich gehe einfach mal querfeld ein. Irgendwo wird es schon richtig sein. Kommen wir nicht weg. Ich soll auf jeden Fall, also momentan gehe ich Richtung Wasser. Das Flugzeug höre ich. Geht auf jeden Fall hier in die Richtung.
Immer schön Richtung Westen. So, jetzt entdecke ich jetzt den Problembären. What's your status? I think I'm getting close. All right. Well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just Brian. I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north, far, past where you found that cutback in May. Okay. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. Okay. Komm ich hier hoch? Nee. Komm ich denn da hin? Geht immer noch Richtung Westen. So, abseilen. Okay, weiter Nordwesten. Noch ist alles okay. Ich habe keine Ahnung. Aber wir nähern uns. Someone left a rope for me to climb up. I'm down near the lake. How do you know it's for you? There's a tracking collar tied to it. Someone was leading me here. Ja, und da steht mein Name. Oh my God, Henry. Da steht mein Name. Halsband. Wieder eine Kassette. You better find this before it burns up. We've been causing each other a lot of headaches. Now I gotta go stake out a site that's as fit for living as the one you're about to find. You'll get it when you see it. You can't blame me for keeping an eye on you. Not after bumping into you back in May. Down by the cave, for croc's sake. I've been up here for 3 years. I kept it cozy. Winters are harsh as hell, and I ran out of books. But I got that antenna rigged up, and Delilah, she's a record you don't gotta flip. I kinda get why Brian took to her. About a week ago, I stopped worrying about you finding anything out, and that's right when everything went shithouse with you two. You guys don't know anything about having kids. All right, nobody knows nothing. It ain't Andy and Opie walking down a lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know I didn't kill him. All right, we were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything. He just fucking didn't sink his anchor the right way. You know, I thought about going back, having to answer questions and having to get him put in the ground, and I didn't see the point. Don't come looking for me. Sorry about your wife. What? We found the surveillance operation. Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin? He made the tape? Yeah. He's gone. Deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. D. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. You
get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. Wandere zur Evakuierung nach Norden zum Wachturm Toro Fair. Okay, also ich soll auf jeden Fall weg. Was ist denn mit meinem ganzen Zeug? Alles klar. Da muss ich hin. Und wo bin ich? Ich bin dort. Am Arsch der Welt. Wo auch sonst. Okay, der Ned hat gesagt, es ist kein Unfall gewesen. Also es ist kein Mord gewesen, sondern es ist nur ein Unfall gewesen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade langlaufe. Alles klar. Ich glaube, das ist übrigens das Finale von Firewatch. Das war's dann. Ich bin gespannt. Es gibt ja, glaube ich, mehrere Enden. Ich habe keine Ahnung. Das ist, wenn man es blind spielt, dann hat man keine Ahnung, wo es anfängt und wo es aufhört. Und trotzdem war es schön. War eine schöne Story. Auch wenn sie echt, ja, eigenartig war. Müllhaufen. Komm, wir melden hier weiter. Wir haben ja noch einen Job. Ich glaube, er hat hier ein bisschen Trash für eine Weile. Toll, jetzt antwortet sie mir nicht mehr. Das ist aber nicht höflich. There's a clothesline. Improvisierte Luke. Das heißt, er hat hier gewohnt. Okay. Was a nice looking kid. Yeah. He, God. What? Nothing, just some of Ryan's stuff. Held on to some of Brian's things, his wizards and wyverns. Yeah, well, I'm sure he found it riveting. Teenager-Zeitschriften. Camping-Koffer. Ja, Propangas-Tank gestohlen. Maybe. Berichtsentwurf. Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site. Zielperson Delilah, Übersicht, Beobachtung, charismatisch. Völlig egal. Okay. He wrote down everything he did to us. And everything he did every day. He was scared shitless. Naja, das Gute ist ja, dadurch, dass er alles aufgeschrieben hat, ist er damit überführt. Einbruch in Infos zu Forschungsreinigung. Einbruch in bei Pitty Zaun im Norden, ungesicherter Eingang, Tor im Süden. Personal kommt am 10. August wieder zu erledigen. Geliehene Geräte zurückbringen. Hinweise auf Henry und Delilah vernichten. Spuren verwischen. Danke. Sehr nett. Alte Schreibmaschine. Was ist das? Beobachte den Eigenschaften. Mist, schuldbewusst. Alles klar. Berichtsentwurf, ist das? Sieht immer weniger drauf. Nämlich Bericht. Geradlinig, passiv, schuldbewusst, direkt. Keine Kinder, Frau nach 11 Jahren Ehe verlassen. Ich habe meine Frau nicht verlassen, würde von niemandem vermisst werden. Das ist aber sehr traurig. Was haben wir hier noch? Die Batterie. Aus dem Zelt der Teenager. Okay.
Was ist das? Vorratsliste. 50 Kilogramm Winterbedarf. Ach, was er so braucht. Socken, viele Socken, neue Stiefel, Isolierband, vielleicht Hirschfell, Gewichtszunahme bis zum Sommer 50 Kilo. Okay. You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. I'm sorry. I don't know what to say. I don't know what you want me to say. Mhm. We're in the middle of a fire that is at 22,000 acres and growing. Fast. It's gonna burn all of this up. Well, take a picture if you're so keen to remember it. You're not? I don't know. Aber Fotos sind eine gute Idee. Ob ich sie alle voll kriege. Funkprotokoll. Der hat mich echt abgehört. Risiko zu groß. Niemand wird glauben, dass B glücklich waren. D und 2F weniger glaubwürdig erscheinen lassen. 2F verrückt. Wie Frau, kein guter Kerl. Mutterbär ist wieder da. Sie haben mich gehört. Völlig überzeugt, dass sie abgehört werden. Ausnutzen. Berichte abgeschlossen. Dafür sorgen, dass sie sie finden. Hätte mich beinahe in der Einrichtung erwischt. Berichte haben funktioniert. Gespräche aufgezeichnet, als Druckmittel nutzen. 2F hat Vorräte gefunden. Wie? Schlüssel weg. 2F darf B nicht finden. Ah, darf Brian nicht finden. Ich hätte es vielleicht von der anderen Seite lesen sollen, aber... Erster Ranger war am Jones Lake. Fliegenfischen nicht vergessen, was gegen sie Stechmücken besorgen. Mutterbär auf Morgenwanderung gesehen. Verregnete Woche. Wasservorräte gut. Forellen geräuchert, während keine Wanderer da waren. Geburtstag von Brian, ersten Ranger in diesem Jahr gesehen, Basis seit 2 Wochen nicht verlassen, 3 Wochen Lagerkoller, große Wanderung morgen. Neuer Brandwächter in 2F, Henry 2F, ah, 2F beim Verlassen der Höhle gesehen, David Liste von Wanderern anfordern, vergisst sie eh wieder. Das ist aber nett. Also war ich ihm einfach zu neugierig. Nach Perfect Point gewandert, Fernmeldeleitung durchtrennt. D hat Liste von Wanderern nicht angefordert, Antenne für Empfang. Von 2 Frequenzen neu verkabelt, kann D und Henry gleichzeitig hören. Henry an Höhle vorbeigewandert, scheint Interesse zu verlieren. Henry Jules, Julian, Julia ist ein guter Kerl. Mutterbär seit 2 Monaten nicht mehr gesehen. Delilah wieder betrunken. Krass. Kommt, das jetzt wollen wir auch noch. Unterkunft suchen, nicht vergessen, Umzug der Pfadfinder wegen Feuer. 17, 18, nee, 15. Verbockt, will nicht weggehen. Nicht vergessen, Vorräte wegen Umzug verstecken. Vermuten Verschwörung, lustig, aber fatal. Beobachter und Aufbruch vorbereiten. Ideen mit Berichten anfangen. Sämtliche Kommunikation aufzeichnen. Turm von Delilah verwüsten. Die vom Henry verwandten. Funkabhörgeräte basteln. Uni-Forschungseinrichtung verlagern. Gegeneinander ausspielen. Ja, hat ja nicht alles funktioniert. Er hat auch nur solche Bücher gelesen. Krass. Ach, hier hat er alles dann. He's got a radio base station up here. He was listening to us on that. He had quite the view. Komm her, ich will noch ein bisschen fotografieren. Das bringt Punkte. Oh hier, guck mal da. Mein Turm. Nee, war nicht so ein Krach. Komm, machen wir hier voll. Gibt nämlich, glaube ich, eine Trophäe, wenn es voll ist. Na los. So, das war's. So, nur. Gut, wenn's Aussicht. Ja. Ich gehe mal zurück. Muss er hier irgendwie jetzt raus. Ich habe jetzt noch einen ordentlichen Weg vor mir. Frage ist nur...